Auch bei mehrdimensionalen Arrays besteht die Möglichkeit, die Arrays implizit zu erzeugen und zu initialisieren, indem ich dieses Konstrukt, was wir vorhin kennengelernt haben, für eindimensionale Arrays entsprechend jetzt für mehrdimensionale Arrays anwende. Hiermit wird erzeugt ein zweidimensionales Array, wobei hier, das ist ein Array von Array, wobei dieses Array aus drei Elementen, dieses Array aus zwei Elementen und dieses Array aus fünf Elementen jetzt besteht. Letztendlich ergibt sich dann im Speicher folgendes Abbild, ABC, AB und 0, 1, 2, 3, 4 als Charakterzeichen jetzt. Natürlich, weil ich hier mit Charaktern arbeite. Ich nutze jetzt im Folgenden immer diese vereinfachte Schreibweise, spare mir also im Prinzip diese eigentliche interne Realisierung als Array von Array, aber das müssen Sie natürlich im Hinterkopf behalten, dass es bei mehrdimensionalen Arrays sich um Arrays von Arrays handelt.